Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Playtest bzw. angespielt von Shatterline oder Shatterline, wie auch immer. Ja, ist ein Playtest. Kann jeder spielen, glaube ich, soweit. Bei Steam. Ist das gerade verfügbar? I'm a quick little shit. Quick little shit. Ich bin One-HP. Und es ist bis jetzt wirklich nice. Also ich habe jetzt schon mal so ein, zwei Runden reingespielt. Gefällt mir sehr gut bisher, muss ich tatsächlich sagen. Hope we can still be friends. Ich erzähle euch gleich ein bisschen was dazu. Also ich finde zum Beispiel die Maps finde ich ziemlich geil. Ich finde die Optik ziemlich geil. Ich finde die Performance ist ziemlich gut bisher. Reloading, mate. Die Maps sind auch geil, falls ich es nicht eben schon gesagt habe. Was ich nicht so geil finde, ist, dass wir hier auch wieder Killstreaks haben. Das macht wieder alles so ein bisschen kaputt, finde ich. Okay, das hat aber auch gar nicht geleckt gerade. Das war ein Big Lag. Achso, ja, man muss sich nicht resetten. Man kann auch einfach wiederbelebt werden. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so schnelle Shooter zu spielen. Hier ist auch ziemlich schnell im Vergleich zu Apex. Gut, Apex ist auch ein schnelles Spiel, aber mit deutlich weniger Ecken, die man hier so abscannen muss. Ja. Jedenfalls kann man liegen bleiben, sobald man gestorben ist und kann wiederbelebt werden oder halt, ne, irgendwie ist die Map zu groß, ne? Der Gegnerteam ist auch gar nicht voll. Okay. Reloading. Ich sehe keinen Gegner, aber er mich. Super laggy gerade. Schöner Double. Heilen ist glaube ich nicht, ne? Oder? Was war das eben? Hat er die Waffe angeguckt? Okay. Ha, lustig. Welcome back, mate. Okay. Hier hoch kann ich übrigens nicht. Da müsste ich eine andere Klasse spielen. Ah, ist auch ganz interessant. Aber noch eine. Oh, das war dumm. Okay, nö. Hä? Das war eine Heilungsgranate oder sowas. Wartet der jetzt hier? Bin verwirrt. Hm, wo sind die Gegner hier? Irgendwie ist die Map... Also das Team ist nicht voll und die Map ist zu groß. Irgendwie. Uiuiuiuiui. Go get him, pup. Ah, spawnt er wieder hier irgendwo? Das ist so wie bei COD, die spawnen wieder da und töten dich, weil sie wissen, dass du da bist. Aber nee, ist wohl nicht so. Die sind da hinten alle. Ein paar von denen. Kann ich hier hochlaufen? Okay, krass, krass, krass. So, jetzt kann ich zum Beispiel liegen bleiben, jetzt kann ich noch gerest werden. Jetzt wartet der da im Busch. Ist das dein Ernst? Okay, besser ist. I've got
Ja, ich find's wirklich gut. We're past the equator. Stay focused. Oh Gott. Ah. What the f... Was war das? There. Chill for a sec. War das eine Flash? Ich hab keine Ahnung, was passiert. It was aces. Es war noch einer. Hier ist noch einer irgendwo. Komm her. Hä? Ist er hoch? Ha, der ist da hoch und weg. Hä? Wie krass. Ist einfach weg, der Dude. Oh oh. Oh 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 oh. Oi 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 oi. Hä? What? Oh, was spawnen die da alle hinter uns oder was? What? What the fuck? That shit was aces. Hä? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Die ganzen Effekte hier. Schwabbel-Aim. Ah, steht er da oben, scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir haben gewonnen. Ganz knapp. Try the dog suckers. The dog suckers? What? What the f... What? Ja, ich werde vermutlich das Spiel ein bisschen streamen, wahrscheinlich nochmal. Und euch vielleicht auch in einem Video nochmal ein paar andere Modi zeigen. Oh. Warum sehe ich die? Interessant. Ah, okay. Score Limit reached. So, ich würde sagen, eine Runde... Team Deathmatch machen wir noch rein und dann war es halt erstmal, ne? Reicht ja für einen Ersteindruck für euch. Na, guck mal, der hat jetzt zum Beispiel ein bisschen Optik schon, der hat schon eine AK freigeschaltet, der hat schon ein Visier drauf, unten schon einen Griff dran und so. Ja, ich vermute aber mal, hier wird es wieder sehr viele bunte Skins geben. Also das wird das Spiel auch wieder so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht sagen kaputt machen, aber das wird es hier auf jeden Fall wieder geben und das muss man auch nicht toll finden. Ja, was haben wir denn gespielt? 19.3, oh, ja, ja, ja. Ist okay. Ja, ne? Wahrscheinlich wieder ganz viel bunter Shit. Ich finde auch, das dauert hier alles zu lange. Ich will das alles gar nicht angezeigt bekommen. Das Spiel muss mir nicht jede einzelne Belohnung hier anzeigen. Das dauert mir viel zu lange. Ich würde da lieber gerne einfach ins nächste Match reingehen. Aber ja, auch die Q-Time, nee, nicht die Q-Time, die Waiting-Time ist ein bisschen lang. Heißt, die Vorbereitungszeit liegt bei einer Minute oder so. Das können die auch ruhig um die Hälfte reduzieren. Also, ja, jedes Mal eine Minute warten ist echt, boah. Ja, das hier ist eine andere Map. Die heißt lustigerweise Random Map. ja, wir spielen wieder Team Deathmatch. Und ich mach mal wieder die Heilerin. Die pick ich mir mal ganz schnell. Die finde ich nämlich am coolsten hier. Die hat nämlich eine kleine Heilungsstation. Ja, Medkit und so weiter. Das Ding ist,
wer hier zuerst kommt, mal zuerst. Nee. Naja, doch. Wie auch immer. Jedenfalls, bei der Charakterauswahl ist es halt so, dass es immer bloß einen Charakter pro Team gibt. Das heißt, ja, wenn... Okay? Ja, okay. Das heißt, wenn ich den jetzt hier spiele, so, dann kann ihn kein anderer spielen. Das heißt natürlich, für die Leute, die schneller reinconnecten und den halt picken, ist natürlich blöd, ne? Und das Ding ist halt... Ich finde es generell blöd, dass es so gemacht, also klar, es ist irgendwo gut wegen dem Balancing, ne, dass du halt nicht, dass nicht das ganze Team irgendwie Heiler spielt oder so. Andererseits ist es halt blöd, wenn du Heiler spielen willst und musst dann gezwungenermaßen irgendeinen anderen Charakter spielen, den du vielleicht nicht magst oder der halt vielleicht irgendwie eine Fähigkeit hat, die kacke ist. Oh. Oioioi. Okay. Scheiße. Ja, das Nachladen dauert ziemlich lange, was ziemlich gut ist. Ich finde die Time to Kill sehr, sehr gut. Ja, mega. Oh, das sind aber einige. Ah, da wollte ich noch schnell. Also auf Pistole wechseln, um den noch zu töten, dauert auch viel zu lange. Also in der Zeit bist du schon 10-mal umgefallen, also zumindest. Guck mal hier, ich bin ja schon fast. Ja, wahrscheinlich. Weißt du, ich pre-fire schon und gucke um die Ecke und bin trotzdem instant tot. Wobei man sagen muss, dass Headshots hier sehr krass sind. Headshots töten sehr schnell. Oh Gott. Muss ja auch mal heilen hier. Ich hätte auch gerne Optik drauf. Ohne Optik ist echt. Ist echt schwierig. Interessant, interessant, interessant. Was die hier machen. Reinpreschen mit ihren Fähigkeiten, cool. Kann mich jemand resen? Da ist ein Medic. Medic? Nö, cool. Genau wie im Battlefield. Medics sind auch keine Medics. Interessieren sich für nix. Es wird, glaube ich, ein bisschen sweaty hier. Ist gerade Gleichstand. Die Gegner sind auch gar nicht so schlecht. Unter mir. What the f... hinter mir, okay. Hä, krass. Ich habe ja null Audio von hinten, das ist ja lustig. Aber die Maps finde ich echt nice. Also wirklich. Finde ich cool. Fällt mir. Hier kann man wahrscheinlich auch mit irgendeinem Charakter irgendwie durchpreschen oder so. Oder das einfach nur kaputt machen. Okay. Oh Gott, mein Helm. Is that all you got? Reloading. Der wurde wiederbelebt. Wait a sec. Jetzt bin ich tot. Oh, danke. Alter, danke. Holy fuck. Oh, jetzt spawnen die von der anderen Seite, oder was?
Ui, ui, ui. Heal up, guys. Ich hab Schiss. Hier ist was. Weiß nur nicht wo. Hä? What the fuck? Ich höre überall Sounds. Bin komplett verwirrt. Ich hab so viele Steps gehört von überall gerade. Hope your little buddy is ready. We're past the equator. Stay focused. So close this time. So close. Oh mein Gott. This will ease the pain. Peek. Und von rechts kommt der nächste. Scheiße. Also, ich muss sagen, ich finde auch das Audiosystem gerade noch viel zu krass. Also, man hört alles viel zu laut. Weil das ist nachher wieder so negativ für... für den Spielfluss, weil Leute wieder einfach nur in Ecken sitzen werden und auf die Steps hören werden und so weiter. Das wird 100 Pro so passieren, deswegen halte ich das für nicht so geil. Oh! What? 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 Alter, was? Der ist nicht gestorben, Digga? Also, okay. Whatever, weißt du? Scheißegal. Ja, aber ich finde die Maps echt cool. Ich finde die Performance gut. Ich finde die... ich finde die Optik gut, muss ich sagen. Killstreaks nicht so gut. Ich finde das Waffenhandling gut. Ich finde die verschiedenen Spielmodi gut, also nicht, dass ich die alle schon kenne. Aber ich finde es gut, dass es verschiedene sind. Oh, da habe ich veraimt. Das war gar nichts. Ja. Und es ist halt ein Playtest, ne? Es ist noch super früh in der Entwicklung, dafür läuft das aber schon super rund. Also sowohl die Performance... Server, Optik, alles top. Ne, Umfang ja auch, kann man ja auch nicht meckern. Mit den ganzen Fähigkeiten, die es da schon gibt, das ist ja schon ein bisschen was. Was hat der sich denn hier vorgestellt? What the fuck? Warum stehen Leute hier einfach so mittendrin auf einmal? Oh, wer ist er denn? Alter, der ist dick gepanzert, der Dude. Impressive performance. Holy shit. Was war's? 33,8. Na, siehst du, das geht doch. Ja. Also ja. Ist ein Shooter, wo ich mal gespannt drauf bin, was noch draus wird. Aber der... das sah nicht gewollt aus. Aber der ist schon jetzt ganz solide. So viel kann ich sagen. Also... gefällt mir wirklich ganz gut. Ich finde es schon wieder ein bisschen zu viel. Bisschen zu viele Fähigkeiten, ein bisschen zu viele Gadgets. Also zu stark, ein bisschen unbalanced hier und da so. Also es gibt zum Beispiel so einen Typen, der wirft irgendwie so ein Granatenfeld, was auf dich zukommt. Und keine Ahnung, wie was du dagegen unternimmst. Auf jeden Fall sind die Granateneffekte so, dass du nichts mehr siehst und du kriegst übelst viel Schaden rein. Also oder irgendeine Drohne, die dann fliegt und auf dich schießt und sich so ein bisschen ablenkt, das kann man natürlich auch ausnutzen, indem man immer erst diese Drohne losschickt und dann erst um die Ecke piekt, so, das stelle ich mir auch sehr, sehr nervig vor. Ja, und natürlich Killstreaks, gewisse Killstreaks halt einfach, ne, bin ich einfach kein Freund von.
Das belohnt nämlich nur die, die sowieso schon gut sind. Ja. Ansonsten ist es aber schon ein guter Umfang, ne? Wie gesagt, läuft alles ganz rund, ist ein guter Umfang. Schon mal drinne. Und ist wirklich movement-technisch, gameplay-technisch, Waffenhandling-technisch ziemlich gut. Auch die Maps haben mir gefallen bis jetzt. Ne, wie gesagt, dass auch mehrere Modi drinne sind und so. Finde ich nice. Also, ja. Es werden bestimmt noch ein, zwei Videos zu dem Spiel hier kommen. Und ich werde das bestimmt hier und da auch mal vielleicht eine Runde bei Twitch streamen, wenn ich dann nicht alleine spiele oder so. Ja, ne? Soweit, so gut. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen bis hierhin. Guck mal, jetzt können wir hier schon Extended Mac reinmachen und sowas alles. Ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ciao, ciao.